Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. In der letzten Folge haben wir hier die Wand schon mal größtenteils fertig, beziehungsweise bis dahin fertig. Und wollten jetzt auch noch mit dieser Wand hier anfangen. Haben wir auch schon einen Baumstamm reingerammt. Und dann, sobald wir das hier fertig haben, gehen wir damit los. Und dann die Decke. 424 Baumstämme brauchen wir. Das wird eine Monsteraufgabe. Ein richtiges Mammutprojekt wird das. Aber egal, ich würde sagen, wir fahren schon mal los. 6 Stöcke brauchen wir auch noch mal. Hoffen wir, kriegen wir die auch noch. Obwohl Stöcke sind ja nicht gerade so ein Problem. Aber sieht schon nice aus da hinten so. Wenn man sich das anguckt. Wird auf jeden Fall was. So, da hinten sehen wir schon unseren Wagen. Ja, aber ich weiß noch in der letzten Folge, dieser eine verdammte Ureinwohner, der mir die komplette Rüstung hier weggedatscht hat. Dann haben wir aus seinen Knochen nur eine bekommen. Oh, Moment, wir haben ja Hunger. Wir haben noch ein Stück Fleisch. Gut. Machen wir eben ganz schnell. So. Trink noch mal einen Schluck. Fahren in der Zeit eben weiter. So, das Fleisch müsste jetzt schon fertig sein. Ja. Was mich auch krass gewundert hatte in der letzten Folge, das Ding hier einfach mal 12 Baumstämme schafft. Habe ich echt nicht gewusst. So, den nehmen wir auch schon mal mit. Schon sagen, warum geht er nicht? Hallo? Macht das Spiel nicht, was ich will. Aber wir können auch hier schon mal anfangen, die Bäume hier wegzureißen. Und den hier nehmen wir auch noch.
Nicht auf mich fallen hier. Hallo Bambi. Bambi, ich tu dir nichts. Okay, ist keiner da. Hat kurz gedacht, irgendwas da gesehen zu haben. Ja, da hinten sind sie. Aber die laufen weiter, das ist gut. Die gehen jetzt nicht zu mir. Hier haben wir voll. Hier noch. So, ich trinke eben noch mal einen Schluck. Um euch kümmere ich mich später, ja? Ihr wartet da. Oh. Jetzt haben wir 6. Was? Der hatte nur 2? Okay. Da hatte ich irgendwie mehr erhofft. Hier ist der Wagen. Hallo Bambi. So, 2, 4, 6, 8, 10 haben wir. Wollen wir mal ausprobieren, ob wir vielleicht sogar mehr als 12 kriegen. Wir nehmen den hier, der sieht klein aus. Fällt fast auf mich. Nee, 12 ist Maximum, okay. Das ist also Maximum.
Und schnell wieder zurück. Warum schnappen wir uns eben noch eine Schildkröte? Damit die Ausdauer hier wieder etwas voll wird. Ja, Mann. So, eben essen. Das fertig. Geil. Perfekt. Hier finde ich es gut, irgendwie. Hier sind noch jede Menge Bäume. Habe noch kaum was abgeschlagen. Na, bitte in die richtige Richtung fallen. Komm, nein, 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 nein. Oh. War klar, dass der in die falsche Richtung fällt. Sehe ich die noch? Ja. Die kriege ich noch. Wollen wir in die richtige Richtung fallen? Ja. Hallo Bambi. Langsam wird es auch wieder dunkel. Ne? Ah, einen habe ich zu viel. Ich dachte ganz... Hallo? Ganz komische Bewegung waren das.
Okay, hier wieder voll. Dann machen wir hier. Da hinten sind die wieder. Ich hoffe, die tun mir jetzt nichts. Okay, zwei Bäume brauche ich noch. Zwei Bäume. Oder vielleicht doch drei. Also drei. Zehn Baumstämme. Den schaffen wir wohl, ne? Muss auch richtig treffen. Und die sind zu dicht aneinander. Ja, das wird reichen. Nee. So, dann ab zum Boot. Dann können wir wieder zurückfahren. Und dann sind wir wieder auf unserer sicheren Insel, wo die Ureinwohner uns nicht mehr so stark belästigen. So, ein Stamm noch. Nice, haben wir alle bis auf einen Baumstamm voll. Und dann können wir gleich auch noch den zweiten Ding da bei unserem Kran hier voll machen. Also fertig bauen. Dann können wir zwei solcher Holzlager für den Fahrstuhl benutzen. Im Grunde ist das ja ein Fahrstuhl, ne? Können wir doppelt so viel, also 14 Baumstämme immer mit nach oben nehmen. Sieht schon geil aus.
Komm. Irgendwie muss ich mich jetzt drehen. Komm schon. Ein bisschen, noch ein bisschen, komm. Passt. Nice, haben wir jetzt beide fertig. Und schon wieder Hunger. Natürlich. Eine Schildkröte habe ich noch. Ja. Eine Schildkröte habe ich noch im Inventar. So. Kriege ich eben noch mal was trinken. Wurst habe ich auch noch. Kann es sein, dass die auch von automatisch leer gehen? Essen können wir gleich oben. Alle aufgeladen. Hoch. Ja. Na komm, machen wir so. Dann machen wir das hier halt zuerst. War da noch ein? Ne. Ich dachte, da wäre noch einer. So, jetzt aber essen. Boah, freue ich mich, wenn die Wände gleich alle fertig sind. Schon Fleisch, muss jetzt fertig werden. Da wird irgendwie wieder stecken. Oh, das fällt da runter. Sprintet zu viel. Muss ich vielleicht entspannter laufen hier. Dann bleibe ich weniger stecken und fall auch weniger irgendwo runter aus Versehen.
So, letztes Mal für diese Runde. Können wir jetzt hoch. Nice, die Wand ist auch fertig. Das sieht sehr gefährlich aus. Aber ey, ist gleich auch schon fertig hier. Ich bin gerade im Kopf die ganze Zeit am Rechnen, wie viel wir haben, aber 20 Baumstämme müssen das noch sein, glaube ich, insgesamt. Müsste für vier Wände sein. Insgesamt dann. So, das sind noch 15, 15. Vollkommen reichen dafür. Wir haben ja mal 7 pro Dingslager und 6 sind in dem letzten. 20 Baumstämme haben wir noch. Ja, dann können wir gleich sogar noch schon mit der Decke anfangen da. So, jetzt geht's wieder hoch. Machen wir hier fertig. Boah, der Wind, der ist ja krass hier. Liegt es vielleicht daran, dass jetzt langsam Winter wird oder so? Kann in diesem Spiel Winter werden? Gibt es hier Winter oder so Jahreszeiten? Das wäre nämlich schon krass, finde ich. Licht brauchen wir auch nicht mehr. Jau. Nur 382 Baumstämme hierfür, aber hier unten haben wir alles schon soweit fertig. Hier haben wir sogar noch die Tür für die zukünftige Brücke. Die machen wir aber. Die schließen wir lieber mal ab, oder was? So. Dass man hier nicht einfach aktuell noch aus Versehen durchläuft. So, und dann gehen wir jetzt noch mal runter und fangen mit der Decke an.
Das muss ich mir eben mal richtig ansehen von außen. Ja, ist zwar nicht das Schönste, aber sieht schon geil aus. Ja, von hier kommen wir nicht so einfach hin. Müssen wir schon das hier nehmen. Können wir uns auch einmal vielleicht von oben ansehen. Wie schon sagen. Sieht schon geil aus. Hier haben wir den großen Gang hier. Hier die beiden Lagerräume. Ja, das Schlafzimmer. Küche, Esszimmer. Dann die große Wohnhalle. Da Treppenhaus. Ja, nice. So, von wo fängt er an? Da hinten wahrscheinlich hier. Aber ich muss vorsichtig sein. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen runterfalle und das Ding da nicht mehr runterkriege. Ja, da hinten fängt er an. Alles klar, dann gehen wir noch mal zurück. So. Hier drauf zu balancieren. Boah. Ich habe gedacht, ich rutsche hier schon runter. Alles klar. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.